Willkommen zurück zu einem neuen Rage PC Sharp Tutorial. Heute möchte ich einmal mit euch auf folgende Fehler eingehen, da in letzter Zeit es vermehrt Discord-Tickets gibt oder Nachfragen, wie man das Ganze machen kann. Wenn ihr natürlich keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und alles Wichtige findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Es geht darum, wenn ihr für RageMP einen GameMod schreiben wollt, dann nutzt ihr zum Beispiel so RageMP-API-Funktion und die sind bei euch rot unterstrichen. Das hat damit zu tun, dass ihr noch nicht die Bootstrapper-DLL integriert habt von RageMP und deswegen könnt ihr natürlich auch nicht die RageMP-Funktionalitäten benutzen. Ob ihr jetzt Visual Studio 2019, 2022 oder was auch immer benutzt, das ist egal, das funktioniert immer gleich. Das habe ich auch schon mal im ersten Tutorial für die RageMP-Tutorial-Reihe gezeigt, aber ich zeige das hier nochmal. Um diese Funktion nutzen zu können, GTA Network API, alle Funktionen aus der GTA Network API, müssen wir hier rechts beim Projektmap Explorer einen Rechtsklick auf unser Projekt machen und sagen dann hier hinzufügen, Projektverweis. Und hier navigieren wir jetzt einmal mit dem Klick auf Durchsuchen in unser RageMP C-Sharp, RageMP Installationsordner. Das war mir unter RageMP. Und hier in dem Ordner finden wir dann die Bootstrapper DLL-Datei. Hier in dem Ordner findet ihr auch gleichzeitig die Server-Files, das zweite Thema von diesem Video. Wenn ihr diesen Ordner noch nicht habt, dann können wir das Ganze nochmal schließen. Wir öffnen den Windows Explorer und gehen hier in den RageMP-Ordner. Und dann haben wir hier unseren RageMP-Ordner mit verschiedenen Dateien. Wir ändern jetzt einmal eine Datei, die heißt, finde ich jetzt gerade hier auf Anhieb, config.xml. Die öffnen wir mit einem beliebigen Editor. Mal hier öffnen. Und sage Visual Studio Code. Und hier schreiben wir anstatt pre-release unterstrich Server rein. Jetzt nutzen wir hier unten die updater.exe, sagen ja, lassen das Ganze einmal kurz updaten. Und ihr seht schon, es wird hier ein neuer Ordner erstellt, server-files. Diesen Ordner könnt ihr euch jetzt rauskopieren in einen anderen Ordner. Aber wir springen jetzt hier an dieser Stelle einmal zurück in Visual Studio, sagen durchsuchen, gehen wieder zurück zu unserem RageMP-Ordner, gehen nach Server-Files, haben wir hier die .NET Runtime und hier haben wir die Runtimes dann von .NET. So, wir navigieren jetzt hier unter .NET Runtime und suchen nach Bootstrapper. Hier ist die Datei, wenn die Datei nicht vorhanden ist, startet einfach einmal die Server.exe, sagen hinzufügen. Okay, und schon könnt ihr die Funktionalitäten benutzen. GTA Network API, es wird nicht mehr rot unterstrichen. Wenn ihr jetzt zurückgehen wollt zu dem normalen Pre-Release, weil ihr könnt kein GTA 5 RageMP spielen, wenn ihr auf dem Pre-Release-Server seid, dann geht ihr wieder zurück zu der Config.xml, bearbeitet dies einfach wieder mit VS Code oder einem anderen Editor, löscht das Pre-Release-Server daraus, drückt STRG S zum Speichern, und startet einfach einmal wieder die Updater.exe neu. Und schon wird das dann wieder zurückgeupdatet zu dem spielbaren Pfad. Und ihr könnt auch RageMP ganz normal spielen auf eurem eigenen Server oder auf anderen Servern. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Einmal habe ich euch gezeigt, wo ihr die Bootstrapper DLL findet, damit ihr dieses Problem mit den rot unterstrichenen Fehlern beheben könnt. Und wie ihr zu den Server-Files kommt und diese benutzen könnt und wie ihr wieder dann zum normalen Band zurückkommt. Und damit bis zum nächsten RageMP-Video. Ciao, ciao.